Aufstieg und Fall von Tesla und Elon Musk. Herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ich habe sowas, wie wir es im Moment sehen, noch nie erlebt. Also was da jetzt passiert, ist auch extrem ungewöhnlich. Also die Tesla-Aktie, sie fällt wie ein Stein. Das könnt ihr ja hier sehen. Mit jedem neuen Shitpost geht es erneut bergab. Vom Allzeithoch hat die Aktie ja bereits 66% verloren, also zwei Drittel. Und die ganze Sache beschleunigt sich jetzt noch. Die Tesla-Aktie ist momentan bewertet auf ein 2023er KGV wie Procter & Gamble oder Coca-Cola. Das zeige ich euch auch noch. Die ist sogar günstiger bewertet. Und welche Herausforderungen haben wir? Wo sind die Probleme? Darauf gehe ich ein. Ich gebe auch auf die Stärken von Tesla ein. Am Ende gucken wir uns auch das ganze Fundamental an. Also es wird ein Rundumschlag und normalerweise, wenn ihr euch irgendwas anschaut zu Tesla oder irgendwelche Tweets beispielsweise auf Twitter lest, dann ist es immer extrem einseitig, weil das Ganze halt sehr polarisiert. Ich halte mir zugute, eine meiner Stärken ist tatsächlich, dass ich relativ objektiv sein kann und das werde ich jetzt auch insbesondere hier in diesem Video versuchen. Ja, mein Name ist Thorsten Tiet, ich bin der Betreiber des Aktienfinders, hier geht es ums langfristige Investieren in Qualitätsaktien, beispielsweise Coca-Cola, Procter & Gamble, Pepsi, von denen ich auch einige im Depot habe. Aber wir haben auch beispielsweise Tesla im Aktienfinder und ich habe auch Tesla im Depot und ich leide da jetzt wie so viele Aktionäre mit jedem neuen Shitpost von Elon Musk mit und hoffe natürlich auf Besserung. Bin noch in Tesla investiert, warum, werde ich euch dann auch sagen. Oder ich werde euch jetzt erstmal erzählen, warum ich überhaupt die Tesla-Aktie gekauft habe. Ich habe die Tesla-Aktie gekauft im Jahr 2018, Spätjahr, Oktober irgendwann, als ich gezeigt hatte, dass Tesla durch die Produktionshölle kommt. Und meine Aussage ist immer gewesen, plakativ, polarisierend, Pleite oder Weltherrschaft. Ich habe Tesla-Aktie gekauft, hier hat sie auch noch eine Spur nach oben gemacht ungefähr. Ich bin noch im Plus mit hier mit 500%, aber ich habe hier den ganzen Weg nach unten auch wieder mitgemacht. Das heißt, ich war deutlich mehr im Plus vorher gewesen. Es tut mir in der Seele weh, was da passiert, weil es ist so überflüssig. Aber da kommen wir noch auf das bizarre Verhalten von Elon Musk zu sprechen. Ja, was sind denn die Belastungsfaktoren, die klassischerweise gesagt werden? Da wird gesagt, ja, Tesla ist im Prinzip ja nur ein Autobauer. Autobauer ist zyklisch. Guckt euch doch andere Autobauer an, die es schon länger erfolgreich am Markt gibt. Was heißt länger erfolgreich am Markt? Tesla ist auch schon länger am Markt, aber lange Zeit waren die ein kleines Startup quasi und haben die ganze Zeit Verluste gemacht. Wenn man da mal Volkswagen sich beispielsweise anschaut, dann sieht man, was das für ein großen Automobilhersteller heißt, Saisonalität. Saisonalität sieht das so aus, mit anderen Automobilherstellern wie Ford etc. ist es ähnlich, ein stetiges Auf und Ab mit den entsprechenden Konjunkturwellen, die dann halt geritten werden, mehr oder weniger erfolgreich. Das ist eine Aussage und jetzt haben wir quasi dann, stehen wir am Rande einer Rezession, China geht quasi in der Beziehung voran und entsprechend muss es jetzt natürlich auch mit dem Aktienkurs und mit den Gewinnen nach unten gehen. Das ist eine Aussage. Eine andere Aussage ist, die Konkurrenz holt auf. Und dann eine andere Geschichte ist dann natürlich das Twitter-Desaster. Die Konkurrenz holt auf, ist es so, meines Erachtens nicht in dem Sinne, dass Tesla weiterhin, und das waren auch meine Prämissen gewesen, warum ich in Tesla investiert habe. Tesla hat weiterhin einen massiven Fertigungsvorsprung, das sich auch in den hohen operativen Margen bemerkbar macht. Und da wird ja noch weiter dran gearbeitet, beispielsweise über dieses Gigacasting, wo massiv hunderte von Teilen, teilweise bei einem Auto über 100 Teile eingespart werden. Auch beim Cybertruck wird es ja dann ins Extrem getrieben, der dann irgendwann in Mitte 2023 anfangen soll, in Kleinserie produziert zu werden. Bei der Software haben die massive Vorteile noch extrem auch gegenüber den Legacy-Autoherstellern, also den Verbrennern. Bei Volkswagen hat man es jetzt extrem wieder gesehen. Ja, Artemis ist eingestampft worden im Zuge des Vorstandswechsels. Die kommen da einfach nicht dran. Und das ist also meine Prämisse, warum ich investiert habe. Tesla ist für mich ein Startup und die laufen immer noch im Startup-Modus, so effizient wie ein Startup, auch in der agilen Fertigung, was andere nicht haben. Und haben jetzt den etablierten Spielern VW, Mercedes,
Ford, General Motors quasi die Elektrifizierung aufgezwungen, ihre Spielregeln aufgezwungen und die tun sich damit extrem schwer, auch wenn es immer mehr Modelle auf den Markt kommen. Natürlich lernen sie dazu, aber nach wie vor hat Tesla meines Erachtens hier einen sehr, sehr großen Vorsprung in der Fertigung und in der Software. Wir haben dann auch die neuen Konkurrenten, beispielsweise also westlicher Bauart, Machart zum einen, also Lucid, NIO, Rivian, die sich aber auch mit der Fertigung sehr, sehr schwer tun in Summe, die hochdefizitär sind. Die stärkste Konkurrenz meines Erachtens kommt tatsächlich aus China, BYD. Auch Elon Musk nimmt das ernst. Er hat lange Zeit am Anfang China nicht ernst genommen, aber seit einigen Jahren nimmt er sie auch tatsächlich ernst. BYD produziert sehr stark, aber BYD hat auch starke Nachteile noch gegenüber Tesla. Beispielsweise, wenn man sich mal die Margen anguckt von BYD, die sind extrem margenschwach, operative Marge auf die letzten vier Quartale von 1,6% nur. Der Gewinn soll explodieren, die Margen sollen nach oben gehen, aber momentan sind sie noch sehr, sehr niedrig, liegen sie gerade mal ein Zehntel so hoch ungefähr wie bei Tesla. Und was sie auch schaffen müssen, ist die Internationalisierung. Sie sind noch ganz stark hier im Heimatmarkt China tätig. Und über 70% der Umsätze war auf jeden Fall im Jahr 2021 so. Sie wollen jetzt nach Europa vordringen. Aber das muss ich mal erst mal zeigen, dass die Europäer und Amerikaner und so weiter dann sich mit chinesischen Automobilen anfreunden können. Also BYD hat auch noch einige Herausforderungen zu meistern. Die müssen auch irgendwann, werden sie dann ihre Hybridautos einstellen müssen. Wobei ich glaube, das kriegen die durchaus hin. Sie haben die Reihenverbrenner ja bereits eingestellt. Also tolle Konkurrenz, auch andere chinesische Autos. Aber auch die haben Probleme und allgemein bleiben Vorsprünge. Also sieht es bei Tesla, sage ich mal, operativ nicht schlecht aus. Da kommt man dann auch nochmal explizit drauf. Sind schon ein bisschen eingegangen auf diesen Punkt mit die Konkurrenz holt auf. Was haben wir noch für Belastungsfaktoren? Ganz klar Twitter. Und das ist für mich der Hauptbelastungsfaktor Nummer eins. Zunächst das Positive. Ich habe versucht, auch was Positives zu finden bezüglich Twitter. Gibt es Positives? Ja, tatsächlich. Zum einen, Twitter ist noch online. Twitter läuft noch und es gab keine Ausfälle. Das wurde ja gesagt oder prognostiziert. Hey, ihr wisst, Elon Musk kam, nach zwei Wochen waren schon mal die Hälfte der Mitarbeiter weg, weil er die entlassen hat. Und dann gab es nochmal eine Brandmail kurz darauf und gesagt, ja, jetzt wird mal hocht, wenn ihr nicht wollt, da ist die Tür. Sind auch nochmal Leute gegangen und trotzdem Twitter läuft und Twitter wird tatsächlich weiterentwickelt. Es gab ja den zweiten Rollout von Twitter Blue, von dieser Verifizierung, wo dann versucht wird eben auch noch über ein Abo-Modell Geld zu kriegen, $8 im Monat, es sei denn, man ist Apple-Benutzer bzw. registriert sich über die Apple-App bei Twitter dafür, dann muss man $11 bezahlen. Naja, also Twitter läuft noch, trotz der Massenentlassungen, kann man positiv sehen. Und das andere ist, Twitter hat tatsächlich Potenzial. Ich habe ein interessantes Interview mit Elon Musk gesehen, das war schon ein bisschen älter, vielleicht einige Monate alt. Und im Prinzip hat Twitter das Potenzial, und das ist auch die Vision von Elon Musk, wird ja momentan alles auf Free Speech reduziert und dann dich dann quasi in Shitposts münden von Elon Musk. Aber Twitter von der Vision her könnte im Prinzip das WeChat des Westens werden. Das heißt, eine Allrounder-App, mit der man nicht nur twittert, sondern allgemein alles Mögliche mit Social Media machen kann, auch bezahlen kann, investieren kann, also PayPal beispielsweise, teilweise ersetzen oder Konkurrenz machen, Gaming natürlich, Onlinehandel, Werbung sowieso, was es ja auch schon gibt. Also damit könnte man viel, viel mehr anstellen. Da könnten dann tatsächlich Synergieeffekte sein, auch für Tesla, wenn das dann so ein großes Medium wird, das Hausmedium quasi von Elon Musk, das Hausmedium von Tesla. Also, da ist schon Potenzial da, aber das ist noch Vision und Zukunftsmusik. Immerhin, Twitter läuft und es wird weiterentwickelt. Es gibt aber extrem viele negative Punkte leider auch bezüglich Twitter und der Twitter-Übernahme. Das eine sind die Aktienverkäufe. Elon Musk hat ja für 44 Milliarden Twitter gekauft, seiner Meinung nach viel zu viel dafür bezahlt. Er
tut gerne Posts machen, wo er sich dann selbst schlecht macht oder wo die eigene Firma schlecht macht, den Aktienkurs schlecht darstellt und so weiter. Ist auch so eine Geschichte, die mir persönlich und auch der Aktionär nicht gefällt. Naja, dann hat er irgendwann gesagt, vor der Twitter-Übernahme, jetzt ist es genug, jetzt habe ich genügend verkauft und jetzt hat er wieder am 9.11. für knapp 4 Milliarden US-Dollar Aktien auf den Markt geschmissen. Er verkauft sie direkt am Markt und nicht irgendwie an der Börse vorbei. Geht also direkt auf den Aktienkurs und das gefällt uns natürlich überhaupt nicht. Das andere ist, Elon Musk vernachlässigt, oder die Furcht ist natürlich da, dass Elon Musk beim ganzen Tweeten und Twitter, wo er jetzt auch im Hauptquartier schläft, ich glaube, er schläft noch dort, seine anderen Firmen vernachlässigt. In erster Linie natürlich Tesla als Tesla-Aktionär, aber auch SpaceX, die Boring Company, Neuralink, hatte ja alles noch, wurde ja immer schon kritisiert, dass er da zu viel macht. Habe auch ein Interview gesehen oder eine Aussage von ihm, der in diesem Bezug gesagt hat, ja, also das Arbeitsvolumen ist schon brutal. Er arbeitet jetzt, ich weiß nicht mehr, ob ich es richtig im Kopf habe, Pi mal Daumen, 120 Stunden die Woche anstatt um die 80. 80 ist schon viel. Aber der Eindruck, den man kriegt durch die ganzen Posts, die er macht, ist ja der, dass er quasi nur noch Twitter macht. Er macht nur noch Twitter. Und es gab ja tatsächlich die Aussage von ihm, hey, Tesla läuft ja, ich muss ja kaum was machen. Tesla läuft ja besser als immer und es ist ein super Team da. Das kann man auch wieder ins Positive sehen. Und das werden wir uns nachher auch noch angucken, wie Tesla operativ tatsächlich läuft. Aber es wird in der Wahrnehmung natürlich als eine absolute Vernachlässigung wahrgenommen von Tesla, dass er nur noch mit Twitter fanatisch mit Twitter beschäftigt ist. Andere Geschichte ist, Elon Musk macht sich mächtige Feinde. Jetzt nochmal durch die Twitter-Files. Er pinkelt erst dem US-Präsidenten ans Bein mit den beiden Hunter-Geschichten, mit seinem Sohn, der sich dann auch in der Ukraine durch seine Beziehung bereichert hat. Und dann auch da in irgendwelchen Aufsichtsräten sitzt, 50.000 kassiert fürs Nichtstun im Monat, 50.000 Dollar. Und dann noch Orgien feiert, kokst, Nutten, Koks und so weiter. Und dann mischen sich dann die Demokraten in den Wahlkampf ein. Diese Geschichte ist von der New York Post veröffentlicht worden, kurz vor der US-Wahl. Und dann wurde das unterdrückt, unter anderem auch durch Posts, also durch auf Bitten oder Befehl, je nachdem, wie man es sehen möchte, von der Demokratischen Partei. Das ist in den Twitter-Files drin. Auch das FBI, ein leicht paranoides FBI, die sagen, sucht mir doch endlich was, wie Russland quasi Propaganda macht. Bei Twitter sagen wir, tut mir leid, wir finden nichts. Doch, da muss doch irgendwas sein. Also ganz krass, wo dann auch immer Accounts gesperrt werden, sei es durch die Demokratische Partei, also politische Einflussnahme, also auch durchs FBI. Und dann haben wir noch wir sind immer noch bei mächtigen Feinden, ja. Dann sind wir auch bei der Mainstream-Presse, denen auch ans Bein gepinkelt hat, zuletzt durch Sperrungen. Weil natürlich, wenn man sich viele Feinde macht, dann wird man auch langsam paranoid. Und das ist der Elon Musk vielleicht mittlerweile auch schon. Er fürchtet um sein Leben, hat ja erst den einen Account gesperrt, wo seine Flüge getrackt werden, dann haben andere darüber berichtet in der Mainstream-Presse, hat er die gleich noch mitgesperrt. Und das fanden wir natürlich auch nicht lustig, auch nicht im Rahmen von Free Speech. Was haben wir noch an Negativem? Da haben wir ja einiges zu bieten. Die Zerstörung des Vertrauens der Aktionäre durch einfache Ignoranz. Zum einen, da wird ja regelrecht schon gebettelt, dass Aktienrückkäufe gemacht werden, um den Aktienkurs zu stützen, die auch in Aussicht gestellt wurden im letzten Quartal, im letzten Quartals Earnings Release, beziehungsweise in der letzten Pressekonferenz zum letzten Quartal. So, jetzt habe ich es. Aber kein Wort davon, keine Rede davon. Für mich persönlich auch klar nachvollziehbar, solange Musk denkt, er muss Aktien auf den Markt werfen, um entsprechend Twitter zu finanzieren. Solange wird es meiner Meinung nach keine Aktienrückkäufe geben, weil er wird sich dann nämlich den Gefallen tun lassen müssen, Vorwurf machen müssen, dass der Aktienrückkauf nur stattfindet, um den Kurs zu pushen, damit er seine Aktien auf den Markt werfen kann, um sich dann quasi persönlich zu bereichern. Was haben wir noch? Zerstörung des Vertrauens durch uneinsichtige Tweets. Zweimal habe ich jetzt, glaube ich, gesehen, dass er getweetet hat, die Fed ist schuld mit ihren Zinserhöhungen an dem fallenden Aktienkurs von Tesla, was natürlich Bullshit ist. Der Aktienkurs von Tesla wird meiner Meinung nach in erster Linie durch Elon Musk selbst in Mitleidenschaft gezogen und nicht durch die Tweets. Und dann beleidigt er noch seine eigenen Leute, diejenigen, die ihn unterstützen, wie hier Ross Gerber zum Beispiel, institutioneller Investor. Er macht sich da richtig lustig. Er bettelt hier, dass der Aufsichtsrat mehr machen soll, dass man sich wieder quasi
dass sich Elon Musk wieder besinnen soll auf seinen eigentlichen Job als Tesla-CEO. Und er macht sich hier lustig. Tell us about your great ideas, Ross. Und ich habe auch vor ein paar Stunden, den Tweet habe ich nicht gesehen, vielleicht hat er den gelöscht, auch gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es auf ihn, auf Ross Gerber war oder auf einen anderen institutionellen Investor. Der soll doch erstmal seine Hausaufgaben machen. Der hat dann auch gesagt, er soll doch erstmal seine Hausaufgaben machen. Es wäre die Fed, ja, wäre ja wieder schuld an den Aktienverlust, an den Kursverlusten von Tesla. Und also völlig uneinsichtig. Und dann natürlich die ganzen politischen Posts noch, die er macht. Wählt Republikaner. Das führt natürlich, und jetzt komme ich schon zum nächsten. Ach so, wir haben noch was. Ich habe noch was aufgeschrieben bezüglich der Störung des Vertrauens durch Aktionäre, und zwar gebrochene Versprechen. Und da hätten wir doch hier irgendwo auch diesen Poll, diese Umfrage, die er gemacht hat. Hey, wollt ihr, dass ich zurücktrete als Twitter-CEO? Und dann wird gesagt, ja, die Mehrheit sagt ja. Und dann sagt er, Kim.com, glaube ich, hat ihm dann ins Ohr geflüstert, oh, da war vielleicht eine Bot-Armee am Werke und deshalb hast du verloren. Also, ja, kann gut sein, dann sinngemäß Elon Musk. Wir sollten vielleicht in Zukunft so politische Abstimmungen nur noch die Leute abstimmen lassen, die so verifiziert sind, also die uns $8 mindestens bezahlen im Monat. Das wurde natürlich dann von der Mainstream-Presse dankend aufgegriffen. Und ja, er tritt quasi nicht als Twitter-CEO zurück, sondern wird seine Versprechen zurück, als Twitter-CEO zurückzutreten. Also das ist natürlich, man kann ihm dann nichts mehr glauben. Jemandem, der immer irgendwelche Sachen erzählt und es dann doch nicht macht. Und das hier ist natürlich auch mal wieder extrem, das hat er dann doch geschrieben, ich werde dann doch zurücktreten, und zwar sobald ich einen Nachfolger gefunden habe. Aber wie kommuniziert er das? Er sagt nicht, sobald ich einen Nachfolger gefunden habe und ich suche ihn, sondern er sagt das, sobald ich jemanden gefunden habe, der dumm genug ist, meinen Job zu machen. Wie kann man denn so kommunizieren? Ich suche einen Nachfolger, sobald er dumm genug ist, den Job zu machen. Also wie kann man so kommunizieren? Da ist man schon fast sprachlos teilweise, und das regt natürlich als Aktionär auf, und das zerstört natürlich das Vertrauen. Da fragt man sich auch, nimmt er das Ganze überhaupt ernst? Was haben wir noch? Da war ich auch schon kurz dabei, das zu sagen. Die Zerstörung des positiven Images der Marke Tesla durch insbesondere politische Posts. Das war das Wählt Republikaner. Ich habe den Post gelesen damals. Der war gar nicht so schlimm. Da hat er nämlich gesagt, am besten funktioniert Gewaltenteilung und Politik in den USA, wenn die beiden Kammern in den USA getrennte Mehrheiten haben. So habe ich es mir jedenfalls gemerkt. Und in diesem Sinne wäre es gut, wenn die Republikaner die Wahl gewinnen. Natürlich, vielleicht hat er noch andere Tweets gemacht in dem Sinne, die dann einseitiger waren. Das war jetzt für mich gar nicht so blöd, die Aussage. Aber sicherlich wird es dann auch alles verkürzt in der Mainstream-Presse. Das heißt dann halt, wählt Republikaner. Und das muss er eigentlich auch wissen, dass Dinge auch verkürzt werden. Vor allem, nachdem er auch dann der Mainstream-Presse dann so ans Bein pinkelt. Übrigens, Mainstream-Presse ist auch ein Begriff, mit dem ich mich durchaus anfreunden kann. Mainstream-Presse zeichnet sich dadurch aus, dass sie parteiisch und selektiv berichtet. Das passiert ja auch tatsächlich. Twitter-Files sind auch ein gutes Beispiel. Das wird fast vollkommen ignoriert von der Mainstream-Presse. Während alles Kleine bezüglich Elon Musk, was er wieder wie gepostet hat, extrem aufgebauscht wird, ist Mainstream-Presse eben. Aber man muss wissen, als CEO auch, dass man eine gewisse Verantwortung hat. Man muss wissen, wie dann die Mainstream-Presse reagiert, und man muss entsprechend dann sich darauf einstellen eigentlich und nicht einfach weiter immer ins offene Messer rennen mit irgendwelchen Shitposts. Das Schlimmste aber, also die Zerstörung des positiven Markenimages von Tesla, ist schlimm, ist aber gar nicht das Schlimmste, weil wir haben ja schon gesehen bei VW, bei Dieselgate, VW wurde dann trotzdem noch gekauft, die Leute vergessen wieder, und am Ende geht es dann doch ums beste Produkt. Und dann würde Tesla trotzdem gekauft werden. Das ist gar nicht so schlimm. Das Schlimmste wäre, wenn die zunehmende Unzufriedenheit der Mitarbeiter, und die werden garantiert unzufrieden sein, wenn sie sehen, was ihr Chef dafür einen Mist macht, dass ihre Aktienoptionen, ihre Mitarbeiteraktien immer weniger wert werden, dass sie da das Beste geben, was sie können. Und dann leidet ihr Unternehmen, das Image ihres Unternehmens, durch irgendwelche dummen Posts von ihrem obersten Chef. Dann müssen die Leute einfach unzufrieden werden. Und wer geht als erstes? Die Besten. Die Besten gehen als erstes, die können überall anfangen. Und ich warte nur darauf,
etwas beängstigend, dass das große Abgänge stattfinden. Und das, diesen Brain Drain, den kriegt man dann nicht mehr zurück. Und das wäre natürlich eine echte Erosion dann von den Wettbewerbsvorteilen bei Tesla. Sowas macht sich nicht sofort bemerkbar, aber nach hinten raus schon. Und das umzukehren, das wäre dann extrem schwer. Also erhöhte Fluktuation, zunehmende Unzufriedenheit, nicht der Aktionäre, sondern der Mitarbeiter, das ist für mich das größte Risiko, dem sich Tesla momentan gegenüber sieht. Jetzt kommen wir aber mal zum Positiven bei Tesla. Ich bin ja immer noch Tesla-Aktionär und es gibt auch vieles Positive zu berichten. Was auch nicht überraschend ist, weil die Teams sind ja noch da, die ihre Arbeit machen. Und Elon Musk hat ja auch gesagt, es läuft gut und hat er ja gar nicht so viel zu tun. Das war sicherlich auch wieder ziemlich polarisierend, was er da gesagt hat. Und sicherlich wird er sich mehr reinhängen. Auch in Tesla gehe ich mal schwer davon aus, wenn Twitter nicht da wäre. Aber tatsächlich denke ich auch, dass, es wird ja immer gesagt, und das ist jetzt ja immer noch die Befürchtung, man braucht sein technisches, visionäres Genie, so sage ich es mal, Social Media mäßig ist er kein Genie. Und das ist übrigens auch eine Geschichte, wo ich auch Befürchtungen habe und sicherlich auch viele Aktionäre, dass Elon Musk hier zum ersten Mal richtig versagt. Und solange er dann Twitter am Bein hat und es nicht läuft, solange wird er sich dann damit beschäftigen. Und das kann eine Never-Ending-Story werden. Das ist natürlich eine Geschichte. Man weiß nicht, ob das zum Guten kommt und wie er dann damit umgeht, als Verlierer quasi vom Platz zu gehen. Ob er irgendwann vom Platz geht oder immer weiter spielt und immer weiter verliert und sich da reinrennt, so richtig fanatisch. Und es ist halt nicht seine Kernkompetenz, Twitter. Also Social Media ist nicht seine Kernkompetenz, da muss man einfach so feststellen, genauso wie auch Rhetorik nicht seine Kernkompetenz ist. Okay, aber es gibt auch Dinge bei Tesla selbst, die gut laufen, so wie Twitter technisch gesehen gut weiterläuft, so läuft auch Tesla operativ weiter gut. FSD hat sich sehr erfreulich entwickelt in den letzten Monaten, das Beta-Programm ist ausgerollt worden. Jeder, der dafür das gekauft hat, dafür bezahlt, hat es mittlerweile auch, ist im Beta-Programm drin. Die Tests der neuesten FSD 10er-Version sind, so wie ich die gesehen habe, da gibt es auch immer unterschiedliche Wahrnehmungen, auch unterschiedliche Ansprüche. Der eine war gleich das Roboter-Taxi, das besser fährt als er selbst. Das ist natürlich nicht so weit. Aber was ich gesehen habe, das war absolut befriedigend. Das geht in die richtige Richtung und FSD 11 ist auch schon raus. Wird auch schon benutzt, es gibt noch kein flächendeckendes Rollout, das ist noch nicht erfolgt. Aber da gibt es auch sehr große Fortschritte in der Architektur, der ist ja One Stack, aber auch nochmal bezüglich der in der Architektur, wie die Performance gemacht wird, wie hoch die Latenz verringert wurde, auch wie stark die Heuristik zurückgedrängt wurde, also diese Wenn-Dann-festen Codierungen. Zugunsten echter künstlicher Intelligenz. Also da wurden schon Fortschritte gemacht und ich bin da ganz zuversichtlich. Also ich bin auf jeden Fall persönlich zufrieden, wie sich FSD entwickelt. Natürlich werden da auch immer wieder sind da viele Versprechungen gemacht worden, die nicht eingehalten wurden. Das ist übrigens was von Elon Musk. Damit kann ich gut leben. Elon Musk ist ein Visionär, ist ein Technik-Geek, Technik-Freak und er ist halt enthusiastischer dabei und dann auch optimistisch und dann gibt es halt immer wieder Versprechungen, die er nicht einhält. Aber das ist so die Kehrseite von seinem Optimismus, dass er halt eben Dinge in Angriff nimmt, wo andere Leute gesagt haben, das ist doch völlig unmöglich, das kann niemals funktionieren. Da muss man dann enthusiastisch sein und das eines dieser Äußerungen, wie sich das dann äußert, das sind halt dann Versprechen, die nicht eingehalten werden. In erster Linie bezüglich des Realisierungszeitpunktes. Ist aber auch so bei komplexen Sachen. Man weiß einfach nicht, weil man noch nicht so drin ist, was alles schief läuft. Dann müsste er eigentlich immer so einen Sicherheitsaufschlag machen, aber Elon Musk macht das halt nicht. Ist auch teilweise seinem Managementstil geschuldet, dass er gerne auch so ein bisschen Stress macht, weil er da sagt, wenn wir uns mehr Zeit lassen, dann brauchen wir auch länger dafür. Ist okay, damit kann ich leben. Was ist noch positiv gelaufen in den letzten Monaten? Die Auslieferung vom Semitruck jetzt an Pepsi als ersten Kunden, das lief nach Plan. Und die Spezifikation des Semitrucks vom ergonomischen übers technologische, die sind 1A.
Und auch hier wurde ja gesagt, teilweise unter anderem von Bill Gates, dass es gar nicht funktionieren kann. Auch hier hat das Tesla-Team bewiesen, es funktioniert doch. Und haben wir einen Vorsprung, da sind sie konkurrenzlos beim Semitruck. Und was haben wir noch? Die Produktion. Also da werden Produktionsrekorde gerissen ohne Ende. Also Giga Shanghai, ein Problem, warum nicht mehr alles abgesetzt wird, was Tesla produzieren kann, ist ja, dass sie so extrem schnell mehr produzieren. Das schaffen die ja. Die produzieren ja 50% mehr Autos innerhalb eines Geschäftsjahres. Auch in Giga Berlin und Texas. Obwohl es in Giga Berlin ja rumort, auch das wird ja in der Presse breit getreten. Die Leute sind unzufrieden in Berlin und Tesla kriegt nicht genügend Mitarbeiter. Aber sie haben jetzt die 3000 Autos geknackt in der Woche. Genauso viel jetzt wie Texas hat. Und wenn wir Texas als Benchmark nehmen, scheint es doch nicht so schlecht zu laufen in Berlin. Also das läuft soweit auch wirklich gut. Und wir haben auch eine Ankündigung, wahrscheinlich bald einer neuen Fabrik, vielleicht in Mexiko. Wir haben auch jetzt neue Märkte, die beliefert werden, beispielsweise Thailand. Und alles, was man da erfährt, ist da auch der Absatz gut. Natürlich kann Thailand mit 40 Millionen Einwohnern nicht China kompensieren. Mit wie viel haben wir in China? 1,3, 1,5 Milliarden Einwohnern. Aber es werden neue Märkte bedient und da kommt dann auch Tesla soweit gut an. Was haben wir noch? Wir haben jetzt beispielsweise in Texas, da kann man jetzt als Hausbesitzer mit einer Powerwall Strom einspeisen und Geld verdienen. Stichwort virtuelle Kraftwerke, also neue Geschäftsfelder, die erschlossen werden beispielsweise. Auch das läuft gut. Läuft nicht alles gut, wo ich so... Was schade ist, ist, dass bei der 4680er Batteriezelle, dass wir da wohl immer noch starke Produktionsprobleme haben. Ich kann mich noch erinnern, im letzten Earnings Call hieß es, wir haben bei der Testproduktion jetzt eine dreifach höhere Produktion erreicht, aber offensichtlich scheint es da immer noch Probleme zu geben bei der Herstellung. Das ist schade, aber insgesamt, sage ich mal, läuft es bei Tesla soweit operativ ganz gut. Dann müssen wir noch auf eins eingehen. Und da zeige ich jetzt dann auch so ein paar Grafiken, und zwar zur Nachfrage. Weil das ist ja eine Geschichte, die ich am Anfang schon erwähnt habe. Tesla ist ein Zykliker, weil er im Automobilgeschäft tätig ist. Und außerdem sind die Konkurrenten und die nehmen Tesla jetzt das Brot von der Butter. Ganz stark betont man ja, oder gucken wir uns erstmal an, wo Tesla im Aktienfinder denn überhaupt seine Umsätze macht. Und die machen ja Umsätze, ja, weltweit, auch wenn sie nicht in jedem Markt sind. Da muss man jetzt in die Region gehen, nicht in die Segmente. Das ist aber BYD. Wir müssen uns Tesla angucken. So, da sind wir jetzt. Und da haben wir die Regionen in den Vereinigten Staaten, China und das andere ist in erster Linie Europa. Gehen wir erstmal auf China, weil China ist ja das Land, auch ein wichtiges Absatzland hier, im Jahr 2021 26% Umsatz in China gemacht, jetzt tendenziell eher noch mehr, ist ja das Land, wo die größten, wo die meiste Skeptik herrscht. Auch zu Recht, weil China macht ja jetzt gerade, in der chinesischen Wirtschaft läuft es nicht so und jetzt haben wir ja gerade eine Umkehr von einem Extrem ins andere bezüglich der Corona-Politik. Und wir werden jetzt wahrscheinlich sehr harte Monate haben, aber das führt zu weit, wenn ich das jetzt alles sage, aber auch nochmal durch die Corona-Politik. Zuerst waren es erzwungene Lockdowns, jetzt haben die Leute Angst, sich anzustecken. Jetzt haben sie quasi freiwillige Lockdowns. Beides führt zu Konsumverzicht, wahrscheinlich weniger zu Produktionsausfällen, aber zu Konsumverzicht und dann ist auch noch eine Überlastung zusätzlich des Gesundheitssystems, die wir jetzt schon haben. Also wir werden jetzt schwere Monate haben in China und das wird sich auch definitiv auf die Konsumnachfrage auswirken. Gucken wir mal, was wir hier haben bezüglich China, wie es im Geschäftsjahr 2022 läuft. Und da sehen wir hier jetzt das vierte Quartal. Und das sind die Zulassungen bei Versicherungen. Da kann man dann ungefähr sehen, wie das Ganze, der Absatz in China läuft. Und wir werden vermutlich jetzt nochmal einen Rekord haben. Also das sind graue, das sind die erst, naja, das ist, die ist von Oktober und November und von Dezember ist das ist anhand der Versicherungsdaten. 28.000 und das haben wir jetzt noch zwei Wochen und das könnte ein neuer Rekord werden. Also es ist jetzt nicht so, dass die Nachfrage
einbricht. Wobei sich Tesla momentan jetzt, wenn man nur die letzten Wochen anguckt, schlechter schlägt als BYD. Aber sie sind immer noch die zweite Marke, die am zweitmeisten Autos verkauft, ohne Kleinwagen zu haben. Muss man auch nochmal sagen. Also ist nicht so, dass Tesla jetzt nichts mehr verkaufen würde. Wenn wir in die USA gucken, und die USA sind das stärkste Land, ich mache mich jetzt mal ein bisschen kleiner, damit man da mehr sieht. Die USA haben ungefähr oder knapp die Hälfte des Umsatzes von Tesla wird in den USA gemacht. Und da haben wir hier von Troy Teslaik, also übrigens ist Twitter eine super Informationsquelle bezüglich Tesla, viel besser als die Nachrichten, die üblichen Finanznachrichten. Hier sehen wir die Tesla US Sales, auch prognostiziert. Hier seht ihr, wie es nach oben geht jetzt, seit 2021, die Anzahl der verkauften Einheiten. Man rechnet mit um die 500.000 dieses Jahr. Und im nächsten Jahr, das seht ihr hier, könnte es durch diesen Inflation Reduction Act, wie er denn so heißt, also die $7.500, mit denen dann man als Tesla-Käufer rechnen kann, dass der eigene Autokauf subventioniert wird. Da kann man nochmal hier mit stärkeren Absätzen rechnen. Hier sind es knapp 900.000 Autos von 500.000 Autos im stärksten Markt. Das scheint mir nicht nach Rezession, nach Absatzproblemen auszusehen. Natürlich auch Treu weist darauf hin. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, auf die Quantität der Shitposts, die der Tesla-CEO jetzt halt noch absetzt. Wie sieht es in Europa aus? Da gucken wir uns auch mal von Treu das Backlog an. In Europa läuft es gut. Da haben die einzelnen Absatzmärkte, wenn man die Zahlen kennt, alle Rekorde, und das Backlog geht auch kaum nach unten. Das sieht man hier in Europa, das Backlog, das ist der letzte Stand, geschätzt natürlich. Aber man sieht, wenn in den USA wir jetzt eine Kaufzurückhaltung erstmal haben, weil die Leute die $7.500 mitnehmen wollen nächstes Jahr. Tesla macht schon Rabatte auch in den USA jetzt, dann um die Leute trotzdem zum Kauf zu bewegen. Aber natürlich kriegen sie noch mehr Rabatte, wenn sie bis nächstes Jahr warten. Und das macht sich natürlich dann bei den Absätzen auch im Backlog bemerkbar. In Europa haben wir nach wie vor einen sehr starken Absatz von Tesla Autos. Also in Summe ist es nicht so, dass die Nachfrage einbrechen würde. Es äußert sich dann hier, das ist wieder von dem Roland Pircher, dass wir hier mit einer Rekordabsatzmenge rechnen können. Ob das jetzt 430.000 Autos werden oder ein bisschen weniger in diesem Quartal, 420.000 vielleicht nur, wissen wir nicht, aber es wird deutlichen Rekord werden. Wir haben schon allein in den ersten drei Quartalen fast so viele Autos verkauft wie im gesamten Jahr 2021. Also es ist nicht so, dass wir da jetzt in die absolute Superrezession reinrutschen, dass wir sowas haben werden, dass wie Jonathan Neuscheler hat es jetzt, glaube ich, getwittert, er meint dann, das kommt hier nachher auch noch drauf, dass der Gewinn absolut einbrechen wird. Bei Tesla könnte es sein, oder sag's mal so, wenn der so stark einbrechen würde bei Tesla, dann möchte ich nicht wissen, was bei den anderen Autobauern passiert. Weil Tesla ist nach wie vor eine sehr beliebte Automarke und ist auch zu Recht, weil sich Tesla sehr gut fährt und weil sich Tesla halt extrem innovativ ist. Also die Nachfrage von dem, was man bisher sieht, ist robust, und gerade der Ausblick auch in den USA ist eher bullish statt bearish, würde ich sagen. Was ist noch positiv vielleicht? Ich erwähne es mal so am Rande. SpaceX wird operativ durch Green Shotwell geleitet. Das ist eine sehr kompetente Frau. Und auch da läuft es sehr gut bei SpaceX. Die schießen Raketen im Akkord nach oben ins Orbit und es läuft sehr gut. Die haben jetzt auch die 1 Million Abonnenten bei Starlink geknackt. Und da muss ich eigentlich Elon Musk mittlerweile tatsächlich weniger drum kümmern. Es ist schade, so jemanden wie Gwynne Shotwell gibt es bei Tesla leider noch nicht. Dann würde ich mal sagen, jetzt kommen wir mal zum letzten Teil, und das ist vielleicht der interessanteste Teil überhaupt. Wie sieht es denn aus bei Tesla fundamental? Jetzt mache ich mich noch ein bisschen kleiner, damit man mehr sehen kann, auch im Aktienfinder. Und wenn man einfach mal in den Qualitätscheck geht, dann würde ich sagen,
ändern wir mal das Layout, dann sieht es nämlich noch beeindruckender aus von der Skalierung. Man sieht hier dieses kleine Wunder, was Tesla geschafft hat und was andere Automobilhersteller, wenn man BYD auf jeden Fall wegnimmt, erstmal noch nachliefern müssen, vor allem die im Westen, die neuen, die vor kurzem ihren IPO hatten und versuchen, in Teslas Fußstapfen zu treten. Wir sehen ja hier die lange Durststrecke von Tesla und wie der Gewinn jetzt gerade förmlich explodiert. Auch der bereinigte Gewinn, der sich nur von Stock Compensations unterscheidet im Wesentlichen, was dem rasanten Umsatzwachstum, aber vor allem dem der stark steigenden operativen Marge zu verdanken ist, die momentan bei knapp 17% liegt. Und das ist natürlich mit ein bisschen Vorsicht zu genießen, aber wenn die Absätze weiter stimmen und die Fertigungstechnologie weiter voranschreitet, dann werden die Margen auch noch weiter steigen. Tatsächlich meine persönliche Meinung. Wir sehen hier die an der Stelle keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung. Aber das wisst ihr ja sowieso. Wir sehen hier nochmal die Bilanz, wie Tesla sich von den Schulden befreit hat. 2017 Pleitekandidat gewesen, 2018 noch vielleicht am Anfang. Und dann hier gehen die Schulden nach unten, die liquiden Mittel, die schießen nach oben. Also quasi mehrfach schuldenfrei, die Tilgungskraft extrem hoch. Und wenn man da jetzt mal guckt, jetzt werfe ich mal Excel an, Leute. Jetzt möchte ich mal ausrechnen, habe es vorher nicht gemacht. Wenn Tesla jetzt den freien Cashflow, und die haben den freien Cashflow ja erzielt, während sie schon neue Fabriken hochgezogen haben in Texas, in Berlin, bei Berlin, Shanghai erweitert haben, und wenn sie jetzt einen freien Cashflow einfach ausschütten würden, 8,912 Milliarden, Anzahl ausstehender Aktien 3,468 Milliarden. Ich kann nur mal gucken, dass ich hier die Zahlen nicht falsch habe. Das passt. Das heißt, pro Aktie könnten die bei einer Ausschüttungsquote von 100% 2,57 Dollar ausschütten. Wir haben momentan einen Aktienkurs von, jetzt muss man hier gehen, 138 Dollar. Das wäre bei 100% Ausschüttungsquote, was ja jetzt zu viel ist, klar, Moment, eine Dividendenrendite von 1,9%. Wenn wir jetzt eine Ausschüttungsquote machen von 50%, dann hätten wir eine Dividendenrendite von ungefähr 0,9%. Das hat mich jetzt nur mal kurz am Rande interessiert, wenn Tesla anfangen würde auszuschütten, wie hoch da die Dividendenrendite wäre. Ist jetzt noch nicht so groß, aber die würde ja entsprechend stark steigen, die persönliche Dividendenrendite, sodass man in ein paar Jahren wahrscheinlich dann schon 3% hätte. So, kleines Gedankenexperiment. Also, was man hier sieht, ist der Erfolg, den Tesla hat und laut den Prognosen auch weiterhin haben wird. Was ich auch noch super interessant finde, und das ist jetzt auch schon kritisiert worden, als ich das getweetet habe, aber lustigerweise haben das auch Amerikaner getweetet, habe ich im Nachhinein gesehen, ich glaube, die haben auch nach mir damit angefangen. Wenn wir jetzt mal einfach mal schauen, wie die Bewertung ist, und wir nehmen das KGV, das bereinigte KGV, gehen wir hier hin, gehen wir der Skalierung halber dahin, da sieht man das dann ein bisschen besser, wo es dann die großen Ausbrüche nicht mehr gegeben hat. Wir sehen hier nochmal KGV von teilweise bis zu 180. Aktuelles KGV liegt bei um die 40, wir sehen jetzt gerade hier beim Jahreswechsel, um die 40 oder knapp 40. Ich kann es auch genau sagen, wo es jetzt liegt, das sehen wir oben in der Kennzahl, liegt jetzt bei 37. Und wenn wir uns jetzt hier als Vergleich Procter & Gamble mal reinholen und Coca-Cola, jetzt hat er wieder neu skaliert, okay, werde ich dann wieder reinzoomen und Coca-Cola und wir zoomen hier wieder rein. Da sehen wir hier, noch ist das KGV deutlich höher von Tesla, aber durch das prognostizierte Gewinnwachstum, also durch das hier, das prognostizierte Gewinnwachstum, was ja viel schneller vonstatten geht als bei Procter & Gamble und bei Coca-Cola, wenn man nicht davon ausgeht, dass wir in die Rezession kommen und dass Tesla quasi dann extrem die Autos auf den Markt schmeißen muss, damit sie überhaupt noch jemand abnehmen und die Margen sinken,
wenn man also erstmal davon ausgeht, was die Konsensschätzung der Analysten ist, wenn man dann nur das nächste Geschäftsjahr, was ja schon fast angefangen hat, das fängt in 10 Tagen ja schon an, nimmt und dann aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres geht, dann sieht man hier, dass das KGV von Tesla mittlerweile unter dem liegt von Procter & Gamble und Coca-Cola. Also das Vorwart-KGV für 2023 von Tesla ist niedriger als das von Procter & Gamble und von Coca-Cola. Da sieht man, wie groß die Skepsis ist, wie weit die Aktie mittlerweile runtergeprügelt worden ist. Es ist schon extrem. Da fragt man sich natürlich jetzt bei den Dips mit den Chancen aus. So, jetzt muss ich nochmal gucken hier. Und da gehen wir dann doch in die Bewertung rein. Dann nehmen wir nicht den Umsatz für die Bewertung. Das ist vielleicht das Interessante. Wie ist das Renditepotenzial von Tesla? Sondern den Umsatz gucken wir nicht an, weil der Umsatz jetzt viel wertvoller geworden ist. Dann müssen wir eher noch nach oben korrigieren. Das KUV, das durchschnittliche, auf die letzten 10 Jahre lag bei 6,8. Momentan liegen wir bei 6,4. Aber der Umsatz ist viel mehr wert, weil die Margen höher sind als in der Vergangenheit. Dann müssten wir, wenn wir Tesla bewerten wollten anhand des KUVs, müssten wir das KUV nach oben korrigieren tatsächlich. Und wir sind jetzt schon in einer Unterbewertung drin. Ich werde eine sehr konservative Bewertung wahrscheinlich machen. Meines Erachtens eine sehr konservative Bewertung. Andere werden es wahrscheinlich kritisieren und werden sagen, sie sind noch zu optimistisch. Jetzt zoomen wir erstmal in die 10 Jahre rein, das ist KUV. Wenn ihr in den Bereichen Gewinn, und da haben wir ja momentan ein 37er KGV. Historisch gesehen haben wir einen Sieg bei 309. Hat er damit zu tun, dass die Aktie in die Höhe geschossen ist, als der Gewinn noch relativ niedrig war. Das heißt, da waren die KGVs, lagen dabei über 100. Wir hatten sogar mal ein KGV, das lag bei über 9000 hier. Da lag der bereinigte Gewinn bei knapp 1 Cent. Da kam er dann auf ein bereinigtes KGV von 9000. Ist aber von unserem Algorithmus erfolgreich als Ausreißer identifiziert worden und fließt nicht in die KGV-Berechnung mit ein. Aber diese 100er KGV ist hier schon 130, 114. Momentan haben wir einen 37er. Müssen wir uns jetzt fragen, was für ein KGV ist denn berechtigt für Tesla? Ist es noch 100er KGV? Ich würde sagen, nein. Wir nehmen hier mal ein 37er KGV, so wie es der Markt macht. Und dann gucken wir mal, mit was für eine Rendite wir zu rechnen hätten. 37er KGV bei einem prognostizierten Wachstum für die nächsten 2 Jahre, was gut bei 30% liegt. Also das ist jetzt auch wieder meine persönliche Einstellung. Ein Gewinnwachstum von 30% halte ich für realistisch. Sollten wir tatsächlich eine Rezession haben, damit wir nicht nur Tesla Probleme haben, sondern werden auch andere Autobauer, insbesondere die jetzt schon viel schwächere Margen haben, die viel schlechter beim Ersatz der bestehenden Autos aufgestellt sind, weil sie in der Elektromobilität schlechter aufgestellt sind, sondern weil sie noch hauptsächlich Verbrenner verkaufen, dann werden die viel größere Probleme haben als Tesla. Und irgendwann geht es wieder hoch und dann geht der Ersatz der Verbrennerflotte ja weiter vonstatten. Das ist der Gang der Dinge meines Erachtens. Und dann verschieben sich die Gewinne halt ein bisschen nach hinten raus, um ein Jahr, oder das Gewinnwachstum nach hinten raus. Aber es wird nicht so sein, dass Tesla dann diese Gewinne eben nicht erzielen wird. Also 37er KGV, weil ich persönlich, das ist meine Einschätzung, eher für konservativ. Hier muss man nochmal gucken, bei diesem Knick nach unten, da sind viele Analysten weggefallen aufs Jahr 2025, 2023, 2024. Die nehmen wir mal mit und das letzte Jahr machen wir mal weg. Und dann gucken wir mal, was der faire Wert da sagt. Und das ist, wie ihr ja schon sehen könnt, extrem konservativ gerechnet. Und da wäre dann hier der faire Wert auf die letzten 4 Quartale bei 138 US-Dollar. Das wäre der aktuelle Kurs. Und aufs laufende Geschäftsjahr würde er schon bei 150 liegen. Jetzt können wir noch tiefer gehen und sagen, wir nehmen quasi die Prognose, wir gehen noch ein bisschen runter, vielleicht auf 35, damit wir den aktuellen Zeitpunkt hier als fairen Wert haben. Dann würden wir sagen, die doch kommenden Kursgewinne der Tesla-Aktie werden nur noch erreicht durch zukünftiges Gewinnwachstum. Das ist quasi jetzt eingestellt hier. Also noch ein bisschen konservativer, dann hätte man hier Renditeerwartung aufs Ende des nächsten Geschäftsjahres, was ja bald anfängt, von 43%. Da wäre der faire Wert von der Tesla-Aktie hier bei knapp 200 US-Dollar. Also immer noch deutlich unter dem, wo der Aktienkurs ja bereits gewesen ist, bei über 400 US-Dollar.
Aber aus heutiger Sicht, beim heutigen Aktienkurs, hätte man dann das entsprechende Potenzial. Und dann gucken wir nochmal weiter. Da wird dann prognostiziert, dass das Gewinnwachstum ein bisschen nach unten geht. Deshalb ist dann auch das jährliche Gewinnwachstum etwas niedriger. Wir liegen dann bei 35% und der faire Wert der Tesla-Aktie dann aber bei 200, etwas mehr als 250 US-Dollar, von 200 auf gut 250 US-Dollar gestiegen, momentan eben bei 138 US-Dollar. Also massives Kursaufholungspotenzial ist durchaus da. Und das ist eine negative oder eine meines Erachtens durchaus konservative Bewertung der Tesla-Aktie. Ich könnte ohne Probleme was deutlich Positiveres konstruieren, wo wir dann einen fairen Wert für 400 US-Dollar hätten und das dann entsprechend auch argumentativ verkaufen. Aber ich will ja jetzt hier nichts verkaufen. Dann würde ich sagen, wir kommen schon mal zum Fazit. Und also ich halte die Tesla-Aktie für günstig bewertet, in Erwartung von was oder unter der Prämisse, dass es weiterhin operativ gut läuft. Momentan läuft es meines Erachtens operativ, da bin ich mir ziemlich sicher, habe ich auch versucht zu verargumentieren. Ich erwarte auch starke Zahlen in Q4 tatsächlich. Das wäre also hier diese Absatzrekorde mit immer noch ansehnlichen Verkaufspreisen. In Europa gab es ja jetzt keine relevanten, meines Wissens, Preissenkungen bisher. Das erwarte ich, was hoffe ich, und das muss ich hoffen, dass Elon Musk sein Twitter-Verhalten ändert, irgendwo doch einsichtig wird, dass er weniger politisch kontrovers ist und dass er alles das, was ich kritisiert habe im Rahmen der, als ich mich mit den negativen Punkten von Twitter beschäftigt habe, dass sich dann alles bessert. Und natürlich, ich hoffe auf einen neuen Twitter-CEO, der dann den Job macht, dass sich Elon Musk auf das Technische auch bei Twitter zurückzieht und dann den neuen CEO seinen Job machen lässt. Also für mich sind die Problematiken, für mich ist der Kurssturz bei Tesla in erster Linie hausgemacht und hat weniger mit der Rezession, weniger mit schwächelnder Nachfrage zu tun, als vielmehr mit Elon Musks unsäglichem Twitter-Verhalten. Gut, das war jetzt ein Rundumschlag zu Twitter und Elon Musk und Tesla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und es ist natürlich sehr kontrovers, es polarisiert. Schreibt gerne in die Kommentare rein, wie ihr das Ganze seht. Wer Tesla-Aktionär ist, so wie ich auch, dem drücke ich die Daumen, dass wir wieder den Turnaround sehen werden. Wer zur Überzeugung kommt, in Tesla einzusteigen, dem wünsche ich gute Nerven und viel Erfolg. Und allen anderen wünsche ich dann auch eine frohe Woche, eine gute Woche und dann auch schon mal vorausgeschickt fröhliche Weihnachten, weil bis dahin werde ich wahrscheinlich kein Video mehr machen. Also danke fürs Zuschauen, halte die Ohren steif, ciao.